Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir gucken heute einmal auf die Amazon-Aktie. Der letzte Trade hat ja schon richtig gut funktioniert, mit plus 25% ungefähr. Und jetzt gucken wir mal, ob das aktuelle Setup nicht auch wieder einen richtig guten Trade hergibt. Also, auf geht's! So, wir beginnen einmal mit dem Chart und ihr seht hier den Chart auf Wochenchartbasis. So, was hatten wir letztes Mal gemacht bei Amazon? Also, letztes Mal haben wir hier unten dieses Tief ziemlich perfekt abgepasst. Das hatten wir gemacht, weil wir hier diesen wunderschönen Aufwärtstrend hatten und wir hier unten halt eine ziemlich deutliche Einstiegssituation hatten. Ich zeige euch noch einmal kurz das Setup. Schreibt doch mal in die Kommentare, wo du denkst, dass es hingehen wird, ob es eher rauf oder eher runter gehen wird mit der Amazon-Aktie. So, das ist jetzt auf Tageschartbasis und was wir gemacht hatten war, wir sind hier quasi eingestiegen. Da glaube ich, ja ich meine, es war dieser Einstieg hier und haben dann hier diese wunderschöne Aufwärtsbewegung mitgenommen und haben da innerhalb von wenigen Tagen eine richtig schöne 25% gemacht. Du siehst auch, dass wir dann abverkauft wurden, ne? Das heißt, von dort ging es jetzt 38% runter. Der Grund, warum ich jetzt für euch das Video mache, ist, dass wir zwar nur auf Stundenbasis jetzt hier gerade ein Einstiegssignal haben. Und das Coole an diesem Einstiegssignal ist, dass wir hier so eine längere Seitwärtsphase, also länger ist übertrieben, ne? Anderthalb Tage, Seitwärtsphase hatten und wir dort ziemlich nah dran sind. Das heißt, heute könnte man, wenn man Glück hat und der Markt wieder ungefähr auf dem gleichen Level eröffnet, das eventuell als Einstiegssignal bei Amazon nutzen. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, was jetzt gerade alles bei Amazon so ansteht und wie die aktuellen Zahlen und Schätzungen für die Zukunft sind und ob das nicht jetzt vielleicht dann gerade eine sinnvolle Einstiegsmöglichkeit ist. Also, los geht's. Amazon hat letztens Quartalszahlen bekannt gegeben und ihr seht jetzt hier zum Beispiel, das Handelsblatt sagt halt, ne, Tech-Gigant in der Krise, Aktie bricht nachbörslich ein und wir gucken uns jetzt einmal an, wie schlimm es denn jetzt wirklich war. Ich bin jetzt einmal mit dir auf Yahoo Finance und das, was du hier siehst, sind jetzt die Quartalsergebnisse und zwar auch das aktuellste vom 29.09. oder die Quartalsdaten bis zum 29.09., die jetzt von anderthalb Wochen oder so veröffentlicht wurden. So, und wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, sehen wir, dass die Umsätze, naja, also im Vergleich zum letzten Quartal auf jeden Fall gestiegen sind. Im Vergleich zum letzten Jahr ebenfalls fürs gleiche Quartal. Wir sehen aber auch, dass die Kosten ziemlich explodiert sind. Ne? Seht ihr das? Wir haben zwar mehr Umsatz, aber wir haben auch mehr Kosten. Das ist alles völlig entspannt. Und wir sehen auch, dass der Gross Profit eigentlich jedes Quartal mehr oder weniger angestiegen ist. Ne? Wir hatten jetzt hier mal dieses Märzquartal, das war relativ schlecht, aber alle anderen sind eigentlich voll on track. Also ich sehe jetzt da momentan umsatzmäßig auf jeden Fall nochmal kein Problem. Gucken wir uns mal das Einkommen an. Hier haben wir jetzt das Pre-Tax Income, also Gewinn vor Steuern. Und ja, wenn wir uns das angucken, waren die letzten zwei Quartale negativ, ja, also hier das erste und das zweite Quartal haben sie bei beiden Verluste geschrieben und jetzt haben sie halt Gewinne gemacht. Ja, wenn man sich das anguckt, ist natürlich das Quartal 4 normalerweise immer das stärkste Quartal von gerade von einem Händler, ne, wie Amazon wegen Weihnachten und dementsprechend gehe ich persönlich davon aus, dass es eigentlich alles ganz gut weiterlaufen wird und dass es recht konstant bleiben wird. So, gucken wir uns einmal die Earnings per Share an, da siehst du jetzt natürlich genau das Gleiche, ne? Also bei den Earnings per Share hast du genau die gleiche Situation, dass wir hier jetzt halt ein positives Ergebnis haben, was natürlich total lächerlich ist, wenn wir uns das mal angucken. Ne? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, das Weihnachtsgeschäft wird wieder ähnlich profitabel, wie es jetzt im letzten Jahr war, was denke ich durchaus eine passable Schätzung ist. Ich vermute sogar, dass es besser werden wird, weil jetzt die Umsätze ja auch gestiegen sind und so. Dann dürften wir vielleicht wieder so um 1,40 Euro Gewinn haben, sodass wir dann insgesamt eigentlich jetzt auf das Quartal so oder auf das Jahr, denke ich, dann auf einen Gewinn von 1,20, 1,40 kommen. Gucken wir uns gleich aber natürlich auch nochmal genauer an, wenn wir uns die Schätzungen der Analysten angucken, wie die jetzt davon ausgehen, dass die nächsten Jahre bei Amazon laufen werden. Aber wenn ihr euch einfach hier die Zahlen, die nackten Zahlen anguckt, dann seht ihr schon, dass sie sicherlich das Wachstum weiter prognostizieren werden. Ja, wenn du da jetzt einmal auf die Schnellübersicht guckst, dann siehst du, naja, wir sind relativ teuer. Wir haben eine Marge, die in Ordnung ist und auch ein Geschäftsmodell, was durchaus ganz in Ordnung ist, was allerdings auch ziemlich hoch verschuldet ist mit einer Eigenkapitalquote von gerade mal 33%. Auf der anderen Seite haben wir ein wunderschön wachsendes Unternehmen, was gerade von der Punkteskala her sogar ganz ordentlich abschneidet. Also von daher
theoretisch gerade durchaus ein ganz ordentliches Investment sein sollte. Wenn du allerdings auf die fairen Werte guckst, dann siehst du, dass wir ziemlich günstig sind. Ja, also im Vergleich zur historischen Bewertung, die wir bei Amazon hatten, kannst du ganz klar sehen, dass wir momentan sehr günstig sind. Ja, bezogen auf das Ergebnis vor Steuern sind wir ungefähr sogar bei der Hälfte. Das muss man dazu sagen, dass wir uns die ja gleich nochmal genauer angucken müssen, weil die letzten beiden Quartale ja nicht ganz so gut waren. Aber bezogen auf Umsatz und Bilanzsumme sind wir auf jeden Fall unten drunter und vergiss nicht, ich habe da immer eine 30%ige Sicherheitsmarge drin. Das Discounted Cashflow Modell kommt mit dem extremen Wachstum von 30% nicht zurecht und prognostiziert das in die Ewigkeit und deswegen kommt da, würde ich mal behaupten, eher Quatsch raus. Also wie immer hier die fairen Werte hier über die Finanzkennzahlen meiner Meinung nach immer die sicherere Wahl. Gucken wir uns nun die Unternehmenskennzahlen aber nochmal im Detail an und das machen wir jetzt hier. In Rot siehst du die Marktkapitalisierung und in Grün den Umsatz, in Gelb das Gesamtvermögen, das heißt die Größe des gesamten Amazon-Konzerns und in Blau das Eigenkapital und hier unten siehst du dann den freien Cashflow und die Gewinne bzw. den Gewinn vor Steuern. So. Und ja, wenn du dir das jetzt hier einfach mal anguckst, dann siehst du jetzt halt, dass die Marktkapitalisierung, ehrlich gesagt, der Unternehmensentwicklung so ein bisschen weggerannt ist. Ne? Seht ihr das, dass sie viel stärker ansteigen als die zugrunde liegenden Werte? Dementsprechend kann man mal davon ausgehen, dass Amazon hier definitiv eher zu teuer war. So, jetzt muss man dazu sagen, wir sind jetzt allerdings nicht mehr hier bei 1,7 Milliarden Marktkapitalisierung, sondern wir sind jetzt bei 900 und ein bisschen. Das heißt, wir sind jetzt irgendwann wieder auf Höhe von diesem Pömpel hier. Und damit sind wir wirklich ziemlich günstig. Ja? Also wenn ihr euch das hier mal anschaut, hier so knapp unter einer Billion und wir haben jetzt hier ein Gesamtvermögen von 420 Milliarden. Das heißt, wir haben ungefähr die doppelte Bilanzsumme, die wir momentan als Wert haben. Das ist historisch gesehen relativ günstig, auch wenn es natürlich immer noch eine sehr, sehr hohe Bewertung ist und der zugrunde liegende Wert, ehrlich gesagt, eigentlich so richtig mit Freude erfüllt. Ja? Aber nichtsdestotrotz, Amazon wächst natürlich sehr, sehr schön. Hier seht ihr auch die Unternehmensprognosen zumindest schon mal für den Umsatz. Und ja, wie ihr relativ schön sehen könnt, könnte es durchaus sein, dass wir gerade bei einer recht günstigen Bewertung sind. Was du auch sehr schön sehen kannst, ist, dass, ich sag mal, unter den Reichen die Beliebtheit von Amazon immer weiter wächst. Ja, also jedes Jahr steigt es irgendwie die Anzahl der Leute, die Amazon-Aktie haben. Interessanterweise in Q4 oder Ende von Q4 haben die allermeisten immer die Amazon-Aktie und dann wird das im Laufe des Jahres weniger. Ne? Ich vermute, dass sie damit so ein bisschen ihre Bilanzen aufpolieren wollen. Das sind dann all diejenigen, die gemerkt haben, Mist, Amazon ist so gut gelaufen. Wenn ich am Ende meiner Jahresbilanz das zeige, in was ich investiert bin, dann muss ich doch eine Amazon dabei haben. Und dann kaufen die immer kurz vor Jahresabschluss, um zu sagen, jo, ich war auch in Amazon investiert in diesem Jahr, wo sie so gut abgeschnitten haben. Und dadurch kommt, denke ich, dieser Peak zustande oder diese komische Form, die wir hier haben. Und im Laufe des Jahres gehen die dann immer raus, dann ärgern sie sich und gehen wieder rein. Ne? Naja, egal. Eine spannende Sache ist auch das Geschäftsmodell von Amazon. Dazu haben wir jetzt hier die Null, das ist vielleicht wichtig. Und ihr seht, dass die Profitabilität des Geschäftsmodells von Amazon immer besser geworden ist. Ja? Also hier bis 2021 konnte das immer weiter schön gesteigert werden. Und wir sind jetzt inzwischen sowohl bei einer EBIT als auch bei einer Umsatzmarge zwischen 8% und 9%. Und das ist auf jeden Fall ziemlich souverän. Die Frage ist jetzt halt, wie wird es in der Zukunft aussehen? Und genau die gucken wir uns jetzt in den Schätzungen an. Hier siehst du jetzt die Schätzungen zur Amazon-Aktie. Ich möchte dein Augenmerk zuallererst einmal auf die Umsätze legen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, viel Spannendes gibt es da jetzt eigentlich nicht. Deswegen machen wir das auch ganz schnell. Ihr seht es hier, die Umsätze sollen weiter schön konstant steigen. Wir hatten ja in der Vergangenheit ein Wachstum so ungefähr um die 30%. Das Wachstum soll jetzt ein bisschen weniger werden. Auf jeden Fall jetzt hier von 22 nach 23. Wir sind übrigens gerade bei 460 Millionen Umsatz in 2021 gewesen. Das heißt, dort müssten wir jetzt ungefähr so auf 10-15% Wachstum im Umsatz kommen. Der Gewinn vor Steuern soll ziemlich durch die Decke gehen, ehrlich gesagt, wenn ihr euch das hier anguckt. Ne? Von 12 Milliarden rauf bis 81 Milliarden, also das wäre durchaus
beachtlich, ja, also wenn das wirklich bis 2026 passiert, weil wir haben ja gerade eine Marktkapitalisierung von 900 Milliarden und das heißt, dann kommen wir fast auf ein KGV von 10 bezogen auf die Daten von 2026. Das wäre krass, aber ehrlich gesagt glaube ich das nicht, dass das wirklich so passiert, wie das jetzt hier steht. Ja, der Buchwert soll sich positiv entwickeln, Eigenkapital und Bilanzsumme ebenfalls. Wir sehen auch, dass die Eigenkapitalquote besser werden soll, ne? Also bis 2025 sollen wir ungefähr bei 50% Eigenkapital kommen. Und ja, das wäre natürlich aus meiner Perspektive auch eine sehr positive Entwicklung, die die Amazon-Aktie durchaus gebrauchen könnte. Die Amazon-Aktie gehört natürlich zu unseren Kanalaktien. Das heißt, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst, was Amazon angeht, dann lass doch mal ein Abo da. Ja, kommen wir zum Chancen-Risiko-Verhältnis. Also meiner Meinung nach ist das jetzt gerade wieder durchaus eine spannende Situation, die wahrscheinlich Sinn macht, dass man sie einmal nutzt. Ja? Schaut euch das hier einmal an. Also hier unten haben wir jetzt diese Tiefpunkte. Bisschen oben drüber haben wir halt auch Tiefpunkte hier. Also ich gehe davon aus, dass wir hier in diesem Bereich definitiv irgendwie so eine Art Bewegung, so ein Bounce sehen werden, der irgendwie nach oben geht. Wie weit der natürlich geht, das kann immer keiner sagen und wo der genau stattfindet, weiß man immer auch nicht. Ja? Aber es könnte auf jeden Fall sein, dass das jetzt hier demnächst definitiv passiert. So, das Problem, was wir jetzt aktuell noch haben, ist, dass der Abstand von dem jetzigen Einstieg bis nach hier unten noch 7,5% sind. Das ist natürlich relativ viel, insbesondere wenn man halt überlegt, dass man hier vielleicht so eine Standardabweichung oder sowas da zusätzlich hinpackt. Das heißt, das wären nochmal 6 US-Dollar mehr und das ist eigentlich was, was wir uns jetzt hier definitiv nicht leisten könnten. Das wären nämlich ungefähr 15% Risiko, die man gehen müsste. Das wäre mir persönlich jetzt zu viel. Aber das hier jetzt als Einstieg zu nutzen, halte ich durchaus für eine kluge Variante, weil es halt durchaus sein könnte, dass wir jetzt hier an der Stelle drehen, auch wenn es natürlich sehr unwahrscheinlich ist nach so einer krassen Abwärtsbewegung, dass wir jetzt einfach hier so wupp so eine V-Formation kriegen, aber ausgeschlossen ist es halt nicht. Ich denke, ich werde diesen Trade wagen und dort reingehen bei Markteröffnung. Ich muss allerdings mal schauen, wo der Kurs dann ist, ob sich das dann noch lohnt oder nicht. Ja, also eigentlich, wenn es jetzt höher, wesentlich höher ist, dann lohnt es sich nicht mehr. Wenn es allerdings tiefer ist, dann ist die Gefahr auch groß, dass es vielleicht einfach abverkauft wird und dann ist es eigentlich auch blöd. Also von daher muss man jetzt mal schauen, wie das Ganze hier weitergeht. Also so einen richtigen, so richtig überzeugt bin ich davon irgendwie noch nicht. Aber ich glaube, ich werde es einfach mal probieren. Also häufig ist es so, dass die Dinge, wo ich nicht so überzeugt von bin, dass die dann ziemlich gut laufen. Und ich denke, hier mit dem Risiko kann man das durchaus eingehen. Die Frage ist jetzt halt, ob wie groß man das Risiko jetzt hier macht. Ja, ob man jetzt sagt, hier man nimmt jetzt hier einfach mal 8-9%. Ist eigentlich zu viel, glaube ich, weil es, denke ich, realistisch ist, dass wir vielleicht wieder solch einen Bounce kriegen, einfach hier in der Aufwärtsbewegung von 40%. Und dann ist halt die Frage, ob man so 10-12% Risiko gehen möchte. Ja, wenn wir das Ganze jetzt in ein Chancen-Risiko-Verhältnis gießen, dann würde ich dem Ganzen momentan ein Chancen-Risiko-Verhältnis von 3:1 geben. Also Amazon halte ich definitiv für eine kluge Wahl zum aktuellen Zeitpunkt. Ich würde halt überlegen, das mit Stop zu machen, weil das Risiko durchaus besteht, dass wir noch weiter abschmieren und gerade wenn wir durch diese Unterstützungsniveaus durchfallen, dann ist wahrscheinlich erstmal noch ein bisschen Weg nach unten offen. Du hattest ja gesehen, die Aktie ist immer noch ziemlich teuer, was die Multiplikatoren angeht und deswegen so richtig glücklich machen als Investment wird dich die Aktie wahrscheinlich eher nicht. Andererseits, wenn die Bewertungen wieder so ähnlich werden, wie sie mal waren bei Amazon, dann sollte es eigentlich so sein, dass das momentan eine ziemlich sichere Sache ist, wenn man da reingeht. Und in 4-5 Jahren wirst du dir sicherlich sagen, ja, alles klar, hätte ich ruhig machen können, egal was jetzt mit dem Aktienkurs passiert, zum aktuellen Zeitpunkt, weil wir jetzt einfach so stark abgestraft wurden von oben runter. Wir haben ja quasi nur noch die Hälfte der Werte, also die halbe Bewertung die wir mal hatten. Und dementsprechend könnte es durchaus sein, dass das in Zukunft besser wird, insbesondere weil es dem Geschäftsmodell ja durchaus ziemlich gut geht, beziehungsweise es geht ihm zumindest so gut wie noch nie, ja. Und von daher, Amazon für mich wirklich momentan eine spannende Aktie. Die Frage ist halt, wie wählt man seinen Einstieg da rein, wie sichert man sich ab? Und das ist halt eine Market-Timing-Frage, die halt immer schwer zu beantworten ist. Man kann allerdings, denke ich, momentan auch als Investment reingehen.
Wenn man als Investment reingeht, halte ich es, glaube ich, für am klügsten, wenn man das Ganze macht, indem man einen Sparplan aufsetzt. Aber naja, weiß nicht. Was sagst du? Bist du Team Sparplan oder Team Investment oder Team Trading an der Stelle? Muss man halt mal gucken, ne? Also ich glaube, jetzt hier so im Abwärtstrend muss man halt gucken, dass man ja, ein bisschen kleinere Bewegungen mitnimmt und das Ganze vielleicht ein wenig tradet. Wenn du jemanden kennst, der auch in Amazon investiert ist und mal ein bisschen positive Aufmunterung braucht, dann schick ihm mal das Video. Ansonsten mach dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Ciao.